Moini, da bin ich wieder mit einer Runde aus dem Twitch-Stream. Gemeinsam mit Nomad, Foxy und einem random Mitspieler spielen wir gegen einen Trapper, der uns das Leben doch ziemlich schwer macht in der Runde. Trotzdem gibt es ein sehr spannendes Endgame. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Da freut sich Stampede. Das wusste ich. Über Hunde-Emotes freut er sich immer. Letzte Runde. Bing, bing, bing. Der Rabe, der hier geschrien hat, der war aber echt ein bisschen wild, ne? Das klang ein bisschen hart. Okay, Terrorradius. Da hinten. Ein Trapper, wie schön. Kleiner Classic zum Ende nochmal. Hallo. Aua! Warum haut er mich denn einfach so? Frech. Also er hat mich getrappt und er hat auch keine Korrupte dabei. Weg, sorry. Moment, hat eine Falle gefunden. So, dann kann ich mich mal hier mit dem Random vielleicht hochheilen. Eieieiei. Sehr unfreundlich, dass er mich einfach haut, ne? Vielleicht ist das so seine Art. Seine Art, Hallo zu sagen. Einmal ein Klaps in den Nacken. Hab mich direkt gejinxt und habe jetzt nur 2 bekommen. Hätte ich nicht gesagt. Das ist meistens so, Beetlejuice. Ist meistens einfach so. Aber das Gute ist, wenn du mal ein paar schlechte Runden am Stück hast. Sonntags sind die, glaube ich, immer richtig wild. Oh, Quatsch! Oh, und der hat den Schleifstein dabei. Wenn ich rauskomme, liege ich am Boden. Okay, ne? Wer setzt denn da eine Falle hin? Das sind die besten Freunde. Ich so. Ist der erregt, sag mal. Das läuft aber so schnell. Irgendwas wollte ich noch zu Beetlejuice sagen. Wenn du mal ein paar schlechte Runden hast, also am Wochenende sind die Runden immer ein bisschen härter. Wenn man so ein paar schlechte Runden am Stück hat, dann werden die nächsten einfach nur besser. Hallo, danke. Die Anhänger von Mac verraten mir sehr viel über Mac. Sie haben nämlich die Anhänger dabei, die jeder dabei hat. Oder die jeder besitzt, der das Spiel auch neu startet. Hier ist überall so hohes Gras, ne? Okay. Da ist er. Ich bin der Baum. Ich bin der Baum. Ich wusste es. Ich bin der Baum. 5 Gens to go. Das ist eine wilde Runde.
So, merkt mal deiner Nähe. Das heißt, wir können, glaube ich, ruhig am Gen bleiben. Skillchecks nicht. Mac wird gejagt. Das sind wirklich die besten Fallen, die, von denen man nicht erwartet, dass sie da sind. Sie nicht aufgehoben? Doch. Oh, der ist erregt. Habt ihr das gehört? Der hat Erregung dabei. Das merkt man daran, dass die Terrorradius plötzlich hier lauter wurde, als er sie aufgehoben hat. Also gar nicht unbedingt, als er hier rübergekommen ist, sondern genau in dem Moment, als er sie aufgehoben hat. Sie ist an dem Gen da vorne. Das ist sehr schön, der ist sehr weit schon. Nomad ist in einem Mittel-Gen oben. Klasse. Hier ist keine... Doch, hier ist noch eine Falle. Aber die große Frage ist, ständig fallen sich selbst wieder auf. Gut möglich. Hier ist gar kein Fenster. Hier ist ein Fenster. Da ist eine Falle. Die hat er nicht gut gesetzt. Oh mein Gott. Hier ist keine Falle. Nomad hat eine Falle gefunden. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Martina. Hallo! Geh weg von mir. Foxy hat den Gen durchgezogen. Wir haben noch einen Check, den Gen. Der war ja auch schon angefangen. Jetzt hast du es dreimal gesagt. Ja. Das war super knapp mit der Falle beim Fenster, oder? Krass. So, zack, dann wir wieder Terrorize bis hier hinten hin. Erregung. Laut. Nee. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wo sind die Ausgänge? Super.
sneaky. Er wird die abgetrappt haben, denke ich. Ja. Können wir uns dran vorbeimogeln? Nee. Kein Ausweg, okay. Maurice, pst. Da setzt er die Falle nach. Andere auch irgendwie einen Ausgang oder Maurice, verrat mich nicht. Das hat er mich gesehen, oder? Nee, hat er nicht. Mac macht den Ausgang. Und schafft's. Okay, wenn er kein No-Hit hat, schaffen wir das jetzt vielleicht auch. Ich glaube, der hat No-Hit, oder? Der hat No-Hit. Ich denke, der hat No-Hit. Ich höre sie hier. Tata! Gut, dass ich die Lupe noch gefunden habe. Was wollen wir wetten, dass er No-Hit hatte? Um was? Um Keks? Ich wette mit euch. Tada! Ich hab's mir gedacht. Das war doch eine großartige Runde. Wenn ihr auch mal mitspielen möchtet, dann kommt gerne sonntags bei meinem Stream vorbei. Ansonsten lasst mir auch auf Twitch gerne ein Follow da und hier auf YouTube einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommentar. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!